cursed projects. Du hast recht, also komm mal vom rüstigen Donner an. So ein kleines Indie-Horror-Spielchen. Aber ich würde sagen, keep from the dark. Keine Ahnung, um was es hier geht. Controls. Wer ist der? Movement? Fireflies? Event causing great suffering, destruction, and distress. Click here to continue. Tragedy. Wow. Das Intro, das kurze Intro hat mir gefallen. Sieht cool aus. Schön gemacht, vor allem. Ist mit der Unity Engine. Muss man dazu sagen. Ne? Nick, you need to find your mother. All of these fireflies to find her, you can also catch them light your surrounding. Jesus! Holy moly! Wow! Ah, das ging aber mal voll daneben, ne? Wir dürfen nur nicht an diese Teile hier ran. Das ist schon mal kacke. Ja, mich sind wir safe. Jeez.
Immerhin leben ja noch. Aber es muss doch irgendwo weitergehen. Hier geht's nicht lang. Hier ist eine Sackgasse. Ich muss den Wegen folgen. Soll. Weil durch die eine Tor, das ist der eine Tor, kommen wir nicht. Warum auch immer. Und hier komme ich nicht durch. Lässt er mich nicht.
Er lässt mich hier nicht durch. Keine Ahnung. Was ich tun soll. Versteht ihr? Leute. Ich weiß nicht, Leute. Da oben wird's hochgehen. Aber ich komme da nicht hoch. Da oben habe ich eine Hütte gesehen oder was? Ja, Freunde, das war Keep from the Dark. Ich weiß nicht, warum sich dieses eine Tor nicht geöffnet hat. Keine Ahnung, aber ein cooles Spielchen. Und ich mag diesen düsteren Schwarz-Weiß-Stil. Stil. Ist interessant, aber warum sich das Tor nicht geöffnet hat, keine Ahnung. Ihr könnt es selber mal probieren. Ich kann es empfehlen und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet wird auf dem Hauskanal. Bitte bewertet doch dieses Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur das Köpfchen drücken, press the head button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Enjoy your life, habt Spaß miteinander, baut damit und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschö, mit Ö, euer Finger die Haut, euer Hauskanal.